Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu dem zweiten Teil meines Lesemonats für den August. Ich habe es ja diesen Monat mal testweise in zwei Teile gesplittet, werde euch jetzt aber auch das endgültige Ergebnis des Lesemonats sagen für die Statistik. Ich habe insgesamt 18 Bücher wieder gelesen, genau wie letzten Monat. Etwas weniger Seiten mit 6.596 Seiten. Das macht circa 212 Seiten pro Tag, was ich natürlich nicht täglich lese. Es verteilt sich bei mir sehr viel aufs Wochenende. Ich habe euch schon 8 Bücher gezeigt, 10 folgen jetzt also noch. Ich habe ja jetzt vom 1. bis zum 15. habt ihr schon gesehen und jetzt kommt halt der Rest. Und ja, ich würde sagen, ich fange auch mal direkt an. Zum einen habe ich dann noch gelesen von Kelly Armstrong, Dunkles Omen. Das ist ein Kanesville-Thriller. Ist im Heine Verlag für 9,99 € erschienen und hatte stolze, was habe ich aufgeschrieben? Gar nichts. Stolze fast 600 Seiten. Und ich muss sagen, mich hat die Hintergrundgeschichte sehr interessiert und begeistern können. Hier ging es um Olivia. Sie hat alles, was man sich wünschen kann. Schönheit, Reichtum, Liebe. Steht auch kurz vor der Hochzeit mit einem, ich glaube, Politiker war es. Und erfährt dann aber, dass sie adoptiert wurde und dass ihre richtigen Eltern Serienmörder sind. Ist natürlich sehr heftig zu erfahren. Und ja, auf der Suche nach der Wahrheit begibt sie sich dann nach Kanesville. Und ja, mehr möchte ich da auch gar nicht zu sagen. Also sie kommt da einigem auf die Spur. Mir war die Geschichte zu langatmig. Also ich bin der Meinung, 200 Seiten weniger hätten auch gereicht. Aber ansonsten hat es mir gut gefallen. Das Cover ist auch cool. Ich habe dem Buch jetzt 4 Sterne gegeben. Im Oktober oder November erscheint schon der zweite Teil. Ich denke, dass ich den auch lesen werde. Ich hoffe nur, dass er nicht ganz so dick ist. Aber ich glaube, das wird wieder so ein dickes Buch. Wie gesagt, auf jeden Fall 4 Sterne. Ich bin gespannt, ob es da noch ein bisschen Luft nach oben gibt bei dieser sozusagen Reihe. Hier sieht man das auch im Schnitt mit dem Vogel. Finde ich echt gut gemacht. Ja, wie gesagt, bin gespannt, wie es da weitergeht. Dann habe ich ein Buch gelesen, worauf ich mich sehr gefreut habe, weil das Vorgängerbuch für mich ein 5-Sterne-Buch und ein absolutes Jahreshighlight war. Ich mache mal eben die Tür zu, vielleicht wird es dann heller. Und ja, jetzt ist der zweite Teil rausgekommen, der Reihe von Brittany C. Sherry, Wie das Feuer zwischen uns, ist im Lux Verlag erschienen für 12,90 €. Und in diesem Buch ging es um Logan und, wie hieß sie denn? Alyssa. Und eben gerade schnell überlegen. Genau, Logan kann halt keine Gefühle zulassen. Das ist sein großes Problem. Und er freundet sich schon im Kindesalter mit Alyssa an. Und wie war das denn noch genau? Mein Gedächtnis, mein Gedächtnis. Genau, dann hat er Alyssa nach einem schwerwiegenden Vorfall in einer Nacht verlassen und die beiden treffen dann zig Jahre später aufeinander, nachdem sie ihm über 1000 Nachrichten hat zukommen lassen, auf die er nicht reagiert hat. Und dann geht es halt darum, ob die Liebe noch eine Chance hat oder nicht. Mir hat das Buch auch wieder sehr gut gefallen. Der Schreibstil war wieder auch toll und flüssig zu lesen, so wie man das von ihr kennt. Ich fand ihn aber nicht so stark wie die Luft zum Atmen.
Aber das ist für mich auch sehr schwer, da dran zu kommen. Ich muss auch sagen, bei Wie die Luft zum Atmen waren die Charaktere ja schon reif, also reif vom Charakter her, schon ein bisschen älter. Und hier sind sie halt Anfang 20. Und vielleicht hat mir das auch schon alleine deswegen ein bisschen besser gefallen, weil da noch ein bisschen mehr Tiefgründigkeit drin war in dem ersten Teil. Dieser Teil hat auf jeden Fall 4,5 Sterne bekommen mit 385 Seiten. Und ja, in ein paar Monaten erscheint ja der dritte Teil, auf den ich jetzt auch schon sehnsüchtig warte. Aber das Cover finde ich total genial. Also ich, ja, den würde ich auch nicht von der Bettkante stoßen. Also ich weiß, dass der dritte Teil ein meiner Meinung nach nicht so schönes Cover haben wird, zumindest was ich gesehen habe. Zumindest ist der Mann auf dem Cover, ja, nicht so mein Fall. Aber ist ja halt Geschmackssache. Dann will ich mal schauen, was als nächstes kam. Dann habe ich ein E-Book gelesen, was ich euch mal eben zeige. Und zwar Und morgen werde ich dich vermissen von Heine Backheit. Hier ging es um einen norwegischen ehemaligen Verhörspezialisten, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde und er von seinem Freund gebeten wird, einen verschwundenen jungen Mann aufzuspüren. Und da er ihm noch was schuldig ist, lässt er sich darauf ein und macht sich halt, oh, wir haben hier eine Fliegenpest, macht sich halt auf die Suche nach dem Rasmus, heißt er, der gesucht wird. Und ich muss aber sagen, mir hat es nicht wirklich gefallen. Der Schreibstil war gut, aber was mich auch gestört hat, es ging wirklich sehr viel um zum Beispiel Verdauungsprobleme des Hauptprotagonisten, was mich nun wirklich gar nicht interessiert und was auch gar nicht zur Geschichte dazugehört. Ja, mich konnte das Buch nicht ganz so erreichen, hat 3,5 Sterne bekommen, hatte 416 Seiten und ist im Rowohlt Verlag erschienen. Dann kam wieder ein Buch, wo ich sehr gespannt drauf war, weil die letzten beiden Bücher der Reihe haben mich umgehauen, beide 5 Sterne bekommen. Und zwar geht es jetzt um den mittlerweile achten Teil von Chris Carter. Das ist ja die Robert-Hunter-Reihe. In diesem Fall Death Call, er bringt den Tod. Der Titel ist wirklich, ja, beschreibt eigentlich wirklich das Buch. Also sehr gut gewählter Titel. Und hier geht es ja, wie gesagt, um den Ermittler Robert Hunter, der zusammen mit seinem Partner Garcia wieder auf Verbrecherjagd geht. Und hier geht es darum, dass zum Beispiel im ersten Fall Tanja Caitlin einen Anruf bekommt, einen Videoanruf und sieht ihre Freundin gefesselt und geknebelt und muss dem Täter 2 Fragen beantworten, um ihre Freundin zu retten. Die Fragen sind aber so gewählt, dass sie keine Möglichkeit hat, das zu schaffen. Und dann wird die Freundin vor ihren Augen brutal ermordet. Und Chris Carter steht ja auch für, ja, wie soll ich das sagen? Also er beschreibt die Taten auch genau. Also wenn man jetzt wirklich sehr sensibel ist, was Blut etc. angeht, ist Chris Carter nicht wirklich der richtige Thriller-Autor für einen. Bei mir ist es immer etwas an der Grenze, aber immer noch so, dass ich es akzeptieren kann. Und er ist halt ein Autor, der es immer wieder schafft, von Anfang bis Ende Spannung aufzubauen. Und man merkt das richtig in den Sätzen. Ich kann das gar nicht beschreiben. Also für mich sind die Chris Carter Bücher einfach eine Extraklasse an Lesestoff. Und ja, die Geschichte war auch wieder sehr interessant. Konnte mich jetzt nicht ganz so begeistern wie die letzten beiden Bücher. Wie, komme jetzt nicht auf den Namen. Auf jeden Fall den sechsten und den siebten Band der Reihe. Damit hatte ich nämlich angefangen. Und aber insgesamt wieder ein ganz toller Thriller. 4,5 Sterne von mir bekommen. Kann ich absolut weiterempfehlen. Ist übrigens im Ullstein Verlag wieder für 10,99 € erschienen.
Und dann hatte ich mir bei Avell mal eine illustrierte Ausgabe eines sehr bekannten Buches mitbestellt für 4,99 €. Und da es nur sehr wenig Seiten hat, habe ich es, oh, die Fliege, habe ich es zwischendurch gelesen und ich habe es wirklich wahnsinnig schnell gelesen. Ich hatte ein wenig Angst vor der Thematik, da es auch wieder um den Tod eines Menschen und um Krebs ging, was bei mir ja immer so, ja, mittlerweile wisst ihr ja, dass ich da leider schon einiges durch habe bei dem Thema. Aber mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Es geht um 7 Minuten nach Mitternacht von Patrick Ness. Es hat mir wirklich ja, geholfen, ein bisschen Trauerbewältigung anders zu sehen. Es hatte nur, ich glaube, 216 Seiten, ja, und hat von mir 4,5 Sterne bekommen. Es war knapp an der 5-Sterne-Grenze. Bei diesem Buch ist es auch so, dass da dann auch diese düsteren Illustrationen bei sind, wodurch das Buch natürlich noch schneller zu lesen ist. Und, dachte schon, ich hätte jetzt eine Fliege im Mund. Und ja, mir hat das wahnsinnig gut gefallen. Ist im Goldmann Verlag erschienen. Ich weiß gar nicht, wie teuer es sonst wäre, aber es gibt es ja auch als Taschenbuch. Ich bin da lange drum rumgelaufen an dem Buch, aber ich bin jetzt froh, dass ich es gelesen habe. Es ist ein sehr tiefgründiges Buch. Da hat der Autor eine ganz tolle Geschichte geschaffen, wie ich finde. Eine absolute Empfehlung. Und ja, ich glaube, dass es auch helfen kann, wenn man weiß, dass jemand sterben muss. Wenn ich es dann lesen würde, es gibt einem auch ein bisschen Hoffnung. Und ja, insgesamt ist das einfach, ja, ein Buch mit ganz viel Sinn und Verstand dahinter. Und mir hat es sehr gut gefallen. Dann kommt als nächstes wieder ein E-Book, wo ich so viel Gutes von gehört hatte und daher sehr hohe Erwartungen auch hatte. Und ich ehrlich gesagt sagen muss, dass ich es nicht so gut finde, wie ich bisher das bei allen gesehen habe. Ich komme aber gleich näher drauf zu sprechen. Und zwar spreche ich von Big Rock, 7 Tage gehörst du mir von Lauren Blakely. Für mich hörte sich das einfach total interessant an. Ein junger Mann, der eigentlich nur für seine Affären lebt, also jeden Tag eine neue. Dann möchte sein Vater ein wichtiges Geschäft abschließen, wo es wichtig wäre, dass die Kinder in geordneten Verhältnissen leben, da der potenzielle Käufer sehr viel Wert auf Familie legt. Und ich weiß gar nicht, wie hieß er jetzt noch? Ich und Namen. Ich glaube, ich schreibe mir das jetzt mal bald auf. Ich kann es jetzt auch so schnell nicht finden, weil das Buch fängt alleine damit an, dass er sich auslässt über sein bestes Stück. Also dann mal aus Sicht des Mannes, was mal sehr interessant war, aber auch sehr eingebildet und arrogant. Es steht nirgendwo der Name, ich kriege doch wohl zu viel. Auf jeden Fall kommt er dann auf die Idee und bittet seine langjährige Freundin, also beste Freundin und Geschäftspartnerin, Partnerin Charlotte oder Charlotte, wie man das dann im Englischen sagen möchte, seine Verlobte zu spielen. Er spielt seinem Vater dann vor, dass die beiden auf einmal Gefühle für sich entdeckt haben und sich verlobt haben. Und was ich halt ein bisschen unrealistisch finde, auf einmal entdecken sie dann ihre körperliche Anziehungskraft, was jahrelang nicht war. Und dann kommt es natürlich zu dem, wozu es kommen muss in solchen Büchern. Und dann entdecken sie auch auf einmal die Gefühle füreinander, was vorher auch nie ein Thema war.
Das fand ich einfach so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Vor allen Dingen diese körperliche Anziehungskraft, die vorher nie zu spüren war. Das fand ich so ein bisschen unrealistisch. An sich, die Geschichte zum Lesen war schön, aber mir hat halt an manchen Stellen so das Realistische gefehlt. Ich bin ja nun mal so ein richtiger Realist. Und ja, die Charaktere haben mir eigentlich ganz gut gefallen. Er war natürlich so ein spezieller Fall, aber zum Ende hin, also der Countdown sozusagen, hat mir wieder sehr gut gefallen. Trotzdem bekommt das Buch nur 3,5 Sterne von mir, was ich sehr schade finde, weil ich mir da wirklich ein bisschen mehr von versprochen hatte. Dann kommt als nächstes wieder ein dünneres Buch von Lisa O'Donnell, Die Geheimnisse der Welt. Man kennt die Autorin von dem Buch Bienen sterben, das habe ich auch noch auf dem Sub. Und da dieses Buch halt so dünn war, wollte ich es eben schnell zwischendurch lesen mit 256 Seiten. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Es ist auch sehr tiefgründig. Es geht hier um den 11-jährigen Michael Murray oder Murray. Murray lebt mit seiner Familie auf einer schottischen kleinen Insel. Und es gibt dort halt Geheimnisse und denen geht Michael auf die Spur. Man spürt richtig so die Sicht des Kindes. Man fühlt sich in seine eigene Kindheit wieder so ein bisschen zurück, wie man das als Kind empfinden würde, wenn einem das passieren würde. Und ja, es ist einfach, ja, es ist spannend, aber es ist auch sehr tiefgründig und das hat mir gut gefallen an dem Buch und deswegen werde ich Bienensterben auch bald lesen. Bienensterben, da ist ja auch Moment, der Prolog, der ist schon extrem aussagekräftig. Heute ist Weihnachten, heute habe ich Geburtstag, heute werde ich 15, heute habe ich meine Eltern im Garten begraben. Geliebt wurden sie beide nicht. Also schon sehr sarkastisch. Und das werde ich auch bald lesen. Aber dieses hat von mir jetzt 4,5 Sterne bekommen. Hatte ich mir auch bei Avell mitbestellt. Ist im Dumont Verlag erschienen für 10,99 €. So, dann kommen wir noch wieder zu einem E-Book, was auch leider. Also ich muss sagen, ich habe diesen Monat so viele 3-Sterne- und 3,5-Sterne-Bücher gelesen, wie ich glaube ich noch nie in einem Monat hatte. Also von der Qualität her hätte es wirklich besser sein können, obwohl ich ja auch einige 4,5-Sterne-Bücher dabei hatte. Und zwar von David Sedlacek Runaway. Und hier ging es um einen Mann, der herausfindet, dass seine Frau, die bei der Bank arbeitet, irgendwelche unseriösen Geschäfte macht und ja, sie anspricht und auch versucht, sowas herauszufinden, was sie da treibt. Und dann soll er seine Frau auf einmal umgebracht haben, kommt in die psychiatrische geschlossene Anstalt und wird 18 Jahre lang mit Medikamenten vollgepumpt. Und dann sieht er dort im Fernsehen, im Fußballstadion seine Frau sitzen und weiß, er wurde sozusagen verarscht. Und dann, bis dahin war es ja alles wahnsinnig spannend und insgesamt muss ich sagen, der Autor hat wirklich auch mitten im Buch so eine atemberaubende Spannung geschaffen, dass es also wirklich, dass man erstmal atmen musste. Aber es war so viel Unrealistisches in dem Buch, dass es mir das einfach vermiest hat. Ein paar Beispiele. Er kann ausbrechen aus dieser geschlossenen Anstalt, in der er 18 Jahre war. Er hat 18 Jahre lang starke Psychopharmaka bekommen und hat nur ein bisschen Muskelzucken. Also das kann auf keinen Fall sein. Man hat Entzugserscheinungen bei Absätzen oder und auch noch plötzlichen Absätzen. Er nimmt ja ab sofort gar nichts mehr. Er hat zwar schon in der Anstalt dann immer versucht, ein paar Tabletten so unterm Tisch fallen zu lassen, also dass er die gar nicht genommen hat. Aber nichtsdestotrotz ist der Körper einfach auf diese Medikamente eingestellt. So, dann flieht er und
nimmt eine Aushilfstätigkeit für kurze Zeit in einem Restaurant an und sucht dann in ganz anderen Teilen des Landes seine Frau und wirft mit Geld nur so um sich. Und da habe ich mich halt gefragt, wenn er jetzt nur ganz kurz eine Aushilfstätigkeit hat, wo auch noch geschrieben wurde, dass das unterster Mindestlohn ist. Wie kann er dann jetzt mit Geld um sich schmeißen, einen Mietwagen nach dem anderen sich leihen und solche Geschichten? Das fand ich einfach total unrealistisch und das hat mir die Geschichte eigentlich kaputt gemacht. Das Ende war wieder sehr spannend und auch überraschend, aber insgesamt kann ich da nicht mehr als 3,5 Sterne geben. Wenn es nicht so spannend gewesen wäre, hätte es auch nur 3 Sterne bekommen. So hat es jetzt 3,5 Sterne bekommen. Aber nee, hat mir echt nicht gefallen. Da hätte man echt ein bisschen realistischer bleiben müssen, meiner Meinung nach. Dann habe ich noch einen tollen Thriller gelesen, und zwar den alleinigen, also einzelstehenden Thriller von Max Bento. Das Porzellanmädchen ist im Goldmann Verlag für 15 Euro erschienen. Hatte 384 Seiten und hat von mir 4 Sterne bekommen. Hier geht es um die Schriftstellerin Luna Wood. Da kann ich mir den Namen sogar merken. Nee, Luna Moore. Oh Mann. Luna Moore. Luna Wood ist was anderes. Das ist ein Kanal auf YouTube. Luna Wood. Jetzt merke ich gerade irgendwie, der Name ist auch nicht so ganz gut gewählt, weil hier steht als erstes ein entlegenes Haus im Wald. Luna Wood. Ja, auf jeden Fall geht es um die Schriftstellerin Luna Wood. Man lernt sie kennen jetzt im Hier und Jetzt, wo sie gerade ein neues Buch schreibt. Und man bekommt auch einen kleinen Einblick in ihre Kindheit, wo sie Schreckliches erlebt hat. Und sie zieht sich dann mit dem Sohn ihrer Freundin, auf den sie so ein bisschen aufpassen soll, weil die Freundin im Ausland ist, zieht sie in ein entlegenes Haus, was sie sich selbst ausgesucht hat. Und dort passieren merkwürdige Dinge. Und was Max Bento hier geschafft hat, meiner Meinung nach, ist einfach, teilweise wusste ich nicht mehr, was ist wahr, was ist jetzt ihr Roman, den sie gerade schreibt. Ist Luna Wood normal oder ist sie irgendwie gestört? Das alles bleibt in der Schwebe. Es ist sehr spannend gemacht. Der Schreibstil ist wieder sehr flüssig. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Was ich nicht so gut fand, ich finde, der 15-jährige Junge, der mit ihr dort zusammen gewohnt hat, er verhält sich nicht wie ein 15-Jähriger. Also ich hätte mit 15 nicht solche Reaktionen hervorrufen können und auch nicht so, ja. Also meiner Meinung nach war es einfach nicht realistisch so mit dem 15-Jährigen. Aber insgesamt ein sehr spannendes Buch, was mir gut gefallen hat, hat 4 Sterne bekommen. Kann ich euch auch weiterempfehlen. Ich verstehe auch manche Rezensionen bei Amazon nicht. Dann schreiben sie, das ist der so und so vielte Teil der Nils-Trojan-Reihe. Wieso kommt Nils-Trojan hier gar nicht vor? Ja. Kann er nicht, weil das nicht die Nils-Trojan-Reihe ist, sondern ein ganz normaler, einzeln erschienener Band. Also, das gehört gar nicht zur Nils-Trojan-Reihe. Und das Cover finde ich auch richtig cool. Porzellanmädchen ist auch ein gut gewählter Titel für das Buch. Und ja, wie gesagt, das kann ich euch auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja. Und jetzt komme ich zu dem letzten Buch und das hat mich eine ganze Woche gekostet und auch einige Nerven, muss ich zugeben. Und das ist für mich der absolute Flop des Monats. Dabei hat es sich so interessant angehört und das Cover finde ich auch so toll. Und zwar geht es um Niemand verschwindet einfach so von Kathryn Lacey. Ist im Aufbau Verlag erschienen für 22 Euro. Da kann ich echt froh sein, dass ich das als Rezensionsexemplar hatte. Und
Ja, hier geht es um Illyria. Sie verlässt ihren Mann und fährt mit einem One-Way-Ticket nach Neuseeland und ist halt spurlos verschwunden dann für ihren Mann. Und das ganze Buch geht eigentlich nur um die Gedankenwelt von Illyria. Und meiner Meinung nach war sie mir total suspekt. Ich konnte da gar nichts mit anfangen. Ich habe von Anfang bis Ende des Buches gedacht, was ist jetzt eigentlich der Sinn des Buches? Was soll es mir sagen? Es gibt bestimmt Leute und Leser, für die das ein ganz toller Lesestoff ist. Also man hat wirklich die düstere Stimmung total gemerkt. Also das hat die Autorin wirklich gut hingekriegt. Aber irgendwie fehlt mir da die Story. Und für mich hat das Buch jetzt ganz knapp 3 Sterne bekommen. Aber es war einfach nicht mein Geschmack. Es ist ein sehr anspruchsvoller Schreibstil. Ich will mich jetzt nicht unanspruchsvoll nennen, aber nee, für mich war es in diesem Fall einfach gar nichts. Wenn das jemand von euch gelesen hat, dann sagt mir unbedingt, wie ihr das fandet, ob ihr das so ähnlich seht wie ich oder ob das euer totales Highlight war. Ich habe es in einer Leserunde gelesen, da waren aber mehrere meiner Meinung und ja, für mich ein absoluter Flop und wird auch, glaube ich, mein Bücherregal verlassen, auch wenn ich das Cover wirklich gut finde. Und das Buch hatte 256 Seiten und ich hätte nie gedacht, dass 256 Seiten einen so lange beschäftigen können. Und ja, das waren jetzt insgesamt meine 18 Bücher. Ich verlinke euch auch noch den ersten Teil des Lesemonats natürlich in der Infobox. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist jetzt doch ziemlich lang geworden, wie ich gerade merke. Es freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich wieder sehr über Kommentare und Daumen hoch freuen. Und natürlich auch über ein neues Abo, wenn ihr meine Videos regelmäßig sehen wollt. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich und wir sehen uns dann im Hörmonat. Tschüss!